Was bisher geschah? In der letzten Folge haben wir Piper zum Starlight Drive-In geschickt und haben im Combat Zone Kate als neue Begleiterin mitgenommen. Und die erste Aufgabe, die wir jetzt mit ihr zusammen machen, ist ein Versteck suchen. Und weiter geht's mit Fallout 4. So, jetzt sind wir hier drin. Kate ist auch da. Aber wir... Okay. Vielleicht müssen wir einfach wieder hoch. Weiß es nicht. Das ist doch alles blöde. Oder ist es nur daneben? Müssen wir hier... Nein, wir gehen hoch. Das ist... Dieses Gebäude ist sehr seltsam konstruiert. Dass das immer so verwirrt ist. So, wir gehen mal einen hoch. Ja, doch, das ist richtig. Ja. So, komm mal her. Vielleicht ist es ja auch irgendwo oben, dieses Geheimversteck. Kann man jetzt ihre Augen sehen? Ja, ne? Jetzt guckt sie mich an und dann guckt sie immer so kurz weg. Jetzt guckt sie gar nicht weg. Okay. Wohin hat sie es mal gemacht? So. Wo zeigt denn das jetzt hin hier? Nach unten oder doch nach oben? Weiß man das? Dass wir jetzt aber nach ganz oben wollte ich nicht. Doch hier, da zeigt's hin. Zum Pool. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht läuft der Pool denn leer und dann können wir da rein. Ist Kate da? Wo ist sie denn? Hä? Kate? Da. So. So. Und jetzt ist die Aufgabe, nicht reinzugehen. Ja. Es ist irgendwo hier. Hä? Müssen wir doch rein? Aber warum? Es ist doch ganz oben. Wo ist das? Dies ist der Anrufbeantworter von mir. Ich bin zurzeit nicht zu Hause. Falls Sie sich in einer misslichen Lage befinden, denken Sie immer daran, ein blindes Huhn findet auch mal Korn. Falls Ihnen diese Nachricht weitergeholfen hat, bewerten Sie sie nach dem Signalton. Hä? Und wie soll mir das jetzt weiterhelfen? Muss ich jetzt erst ein bisschen Musik hören und dann weiß ich, wo es lang geht? So, ich vermute jetzt mal, dass es da unten ist. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Das sieht zumindest aus wie eine Tür. Weiß allerdings nicht, wie man da sonst hätte hinkommen sollen. Ich bin jetzt über diesen Dachpool hier runter. Gucken, ob es das jetzt tatsächlich ist. Ja! Das... Wo sind wir denn hier? Aber wie ist man denn hier hingekommen, bitte? So. Sind wir vielleicht in irgendeinem Hinterzimmer? Da ist sie, jawohl. Okay. So, hier hätte man hier vorher hingekonnt von woanders? Ein Fahrstuhl, okay. Aber da konnte man ja nicht aussteigen. Ach, hier. Toll. Was? Ich musste das nur aufmachen? Warum können das denn bitte nicht die Boten machen? Wie bescheuert ist denn das? Oder weil man hier hätte kämpfen müssen? Ist das so? Baseball? Granate, die nehmen wir mal mit. Melone. Ja, ganz toll, ganz toll. Das war alles. Und dafür haben wir jetzt so lange gesucht. Meine Herren, können wir hier schließen. Öffnen. Okay. Aber ich will da gar nicht rein. Das ist voll gefährlich bestimmt. So, was können wir denn jetzt noch machen? Das geben wir noch nicht ab. Cambridge Baustelle, das war... Ach, das war da, ja. Ne, da können wir schnell hin, wenn wir sowieso in der Ecke wieder sind. Dann machen wir jetzt die Metzgerrechnung, ne? Die ist... Oh, die ist da. Aber... Ach so, wir müssen ja auch immer noch... Das machen wir jetzt. Wir machen jetzt den... Die Lernkurve. Auch wenn das ein bisschen weit weg ist, aber das macht nichts. Sprich mit Hancock. Ach so, nö. Jawohl, dann gehen wir jetzt zum Gelehrten. So, wir werden mal jetzt doch noch erst die Wetterstation aufstellen, weil der andere Weg, den ich eigentlich war's, ach so, den ich eigentlich gehen wollte, nicht geklappt hat. Und jetzt müssen wir hier diesen Bogen laufen und wenn wir schon mal hier sind, können wir ja auch gleich dahin gehen. Ah, hier ist es, okay. Und auf dem Weg haben wir ein Level aufgemacht, den
Punkt werden wir mal jetzt gleich noch vergeben. Oder ich... Nee, doch. So. Ich wollte noch weiter in Glück reingehen und wir müssen wahrscheinlich in jedem Fall erstmal in den generellen Punkt eingeben. Kritischer Sparer, ich weiß es nicht. Vollständig wiederhergestellt werden. Das ist natürlich auch krass. Jeder hat eine Chance, deine kritische Leiste zu füllen. Aber das ist, das finde ich eigentlich nicht so toll, oder? Nee. Nee. Querschläger ist nochmal krass. So, aber hier müssen wir auf jeden Fall rein. Dann müssen wir das hier machen. Weiß es nicht. Fortgeschrittenes Training verursacht. Naja, aber es ist schon krass, ne? Vierfachen zusätzlichen Schaden. Doch, das machen wir. Das machen wir. Ich weiß zwar nicht, wie oft man kritische Treffer kriegt. Aber zumindest diesen einen gezielten kann man ja machen. Und sonst kriegt man die vielleicht auch manchmal einfach so. So, mal gucken, ob hier überhaupt Feinde unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren. Okay, zumindest sieht es aus, als ob hier welche mal gelebt haben. Oh ja. So, ist aber... Oh nee. Nee, nix drin. Stimmt noch weiter oben. Da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht. Oh Mann. Wie kommt man denn weiter hoch? Da. Vielleicht waren wir auch schon mal. Ich bin nicht ganz sicher. Doch, hier waren wir schon mal mit dieser komischen... Doch, doch. Den haben wir doch schon mal leergeräumt. Oh, nee. Hier geht's weiter hoch. Ausgetrocknet schon wieder. Meine Herren. Doch, an das kann ich mich erinnern. Diese blöden Pfeiler, wo man hier so lang balancieren muss, dass man nicht runterfällt. So, da sind noch mehr Treppen. Dann war das ja mal wieder recht einfach aufzustellen. Und dann haben wir schon wieder zwei Quests, die wir abgeben können da. Und dann machen wir auch noch den Metzger. Nee, den... Nee, auf dem Rückweg geben wir das dann auch gleich ab. Und dann holen wir uns nochmal neu den. Können wir den rufen? Nee. Springen wir einfach so runter. So. Den geben wir jetzt aber nicht ab. Wir machen nämlich die Lernkurve. Und zwar... Da. So, jetzt sind wir gleich da. War ja doch ein ganz schöner Umweg, als einfach durchs Wasser zu gehen. Aber das geht wohl mit einer Powerrüstung nicht. Bereit? Jawohl. Ziehen wir los. Ja, Sir. Ich markiere den Ort auf deiner Karte. Bitte nach dir. Achso. Was ist ein Bürgermeister-Unterschlupf? Oh, ist das denn? Ist es jetzt wieder sonst wo, ey? Ja, natürlich. Na klar, ist das der ganze. Kommt der jetzt die ganze Zeit mit? Können wir dem sagen, bleib mal da. Bleib mal stehen. Die Befreiung des Commonwealth ist eine gewaltige Bürde, aber wir werden es schaffen. Okay. Wo ist Kate? Ist sie noch da? Da ist sie jetzt. Findet man bei Bedarf Obdach und Vorräte. Ja, da ist sie. Okay, wir haben jetzt zwei Begleiter anscheinend. Das ist doof. Okay. Der wäre am besten... Der ist ja weit weg, ey. Wir sind noch weiter als Fort Hagen. Okay, dann machen wir aber die Metzgerrechnung vorher, ne? Wir haben ja hier irgendwo diesen toten Briefkasten gehabt. Da. Macht es Sinn, da lang zu gehen? Ja. Ein ganz schönes Stück noch, aber wir gehen einfach zur Hangman's Alley. Oh, da ist einer gestorben, oder was? Warum sind da nur 8? Naja. So, dann gehen wir einfach dahin und dann weiter nach erstmal toten Briefkasten, mal gucken, wo uns der hinführt und dann geht's weiter nach hier. Moment mal, mir fällt ja gerade ein, dass wir ein super cooles Flugzeug haben. Ja.
brauchen wir das hier noch gar nicht machen. Sondern wir suchen uns einfach die Granate raus. Vertibird, Signalgranate. Die schmeißen wir jetzt hier hin. Zack. Und dann können wir da einfach hinfliegen. Was für ein Luxus. So, der Gelehrte ist anscheinend einfach hergejoggt. Der war genauso schnell wie das Flugzeug. Wir sind jetzt auch fast da. Da? Ah ja, da ist es. Was aussieht wie ein Haus. Gucken, was der jetzt da drin will. Das kann ja nicht besonders groß sein. Außer da gibt es noch einen riesen Bunker drunter. Ich hoffe es mal nicht. Aber kann ja sein. So, hier kommt schon auch bedrohliche Musik. Sind hier Feinde unterwegs? Hallo? Ja, vielleicht nicht. Okay, Militärleute. Ja. Hier gibt es einfach mal nichts. Toll. Warum müssen wir jetzt aber eigentlich zu zweit sein? Wir sind doch... Kate und ich sind doch schon zwei und wir sind gut. Ja, hier gibt es wirklich einen Bunker. Schlüssel erforderlich, was? Ich habe den Schlüssel nicht. Wo ist denn der Typ? Wir haben den Schlüssel nicht. Ey Typ, wir haben den Schlüssel nicht. Hallo. Wenn es darum geht, die Pridwin am Laufen zu halten, ist Proctor Ingram die Beste. Ja, ja. Hier, guck mal. Ich nicht auf. Mach mal auf. Guck mal. Das lässt sich nicht knacken. Hi. Ist es zu fassen, dass Sins Menschen... Ach, müssen wir den irgendwo hier suchen? Ist es so? Meine Herren. Da schickt er uns extra hierher und dann finden wir das gar nicht. Aber der muss ja jetzt irgendwo hier liegen. Eigentlich. Ach, hier ist ein Terminal. Was kann das? Oh. Geht das? War das jetzt schon das Richtige? Aber sonst steht doch da immer, Terminal wird benötigt. Gucken. Ob's jetzt geht? Ja. So. Gucken, wie groß das jetzt hier sein wird. Einmal haben wir erst so einen Bunker erkundet. Aber hier kann doch jetzt eigentlich keiner drin sein, wenn das... Außer Ghule, die sich reingebuddelt haben. Wenn das mit einem Terminal abgeschlossen war, da kann doch keiner drin sein. Ich weiß ja gar nicht, wonach wir überhaupt suchen. Einfach nach irgendwas Tollem. Oh nein! Die kennen wir schon. Schluss mit dem, hab ich dich wieder. Ausgeschaltet. Ist er kaputt gegangen? War sie das? Wann wird das? Weiß man nicht. Das ist ja krass, dass hier jetzt so eine Geschütze sind. So, Einsteiger. Mann, ey, können wir nicht einfach diesen Stuhl wegschieben? Und uns ein bisschen bücken? So. Aber gefällt das Kate vielleicht auch, wenn wir einen Computer hacken? Trash. Das hier. Okay, das erste schon mal nicht an der zweiten Stelle. Die sind alle schon mal raus. Das kann es ja dann nur noch sein hier. Ja. Genau, Turmsteuerung. Ne, die machen wir mal aus. Das ist mir zu gefährlich. Dafür war der Weg zu weit. Ging zwar jetzt schnell mit dem Flugzeug, aber... Nein. Nein, das ist einfach zu nervig, denn. So. So, können wir eigentlich... Ah, denn... Wo sind denn die restlichen Teile von dem... Oh, hier Aluminium. Das brauchen wir auch wieder. Da. Ja. Dafür, dass da nur Fusionszellen drin sind. Andere Geschütze hätte ich noch genommen, wenn die Sturmgewehrmunition haben. Aber so... Ja, komm, wir fahren jetzt alle drei mit dem Fahrstuhl und dann kriegen wir gleich die Meldung, dass wir zu schwer sind. Kate? Kate? Da.
Alle Mann rein. Keiner rein. Nein, meine Herren. So, trinken müssen wir auch. Dass es immer so komisch ist mit den Fahrstühlen. Jawohl. So, sind sie wieder da? Hallo? Wisst ihr, sieht gefährlich aus. Sieht es hier alles gefährlich aus? Bin mir noch nicht ganz sicher. Ja. Wenn machen wir die Tür wieder zu, dann holen wir die anderen noch ab. Das war ja gefährlich. So, jetzt alle mal rein hier. Kate auch. Ja. Und so. Ja, alle kommen mit. Das wäre gefährlich gewesen. Da war ja alles voll mit Gas. So, und jetzt alle mal raus. Alle mal raus. Ja. Ehrlich gefährlich. Aber es gab keine Schule oder so, die gerade mit verbrannt sind. Wenn wir irgendwas gekriegt hätten. Aber dann hätte es ja auch eigentlich keinen Grund gegeben. Nein, 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 nein. Okay. Da ist der Grund zu schießen. Da hätten wir uns ordentlich angeschissen. Gut. Das haben wir ja geschafft. Meine Herren. Haben wir irgendwas? Okay, wo ist das Terminal? Irgendwo anders? Hier? Oh. Telefon kann man nehmen? Nee. Ist es hier irgendwo ein Dokument? Ein tolles? Nee. Ja, kann man. Das ist unfassbar. So, das hier nehmen wir aber. Ah, ja, ja. So. Jetzt hier noch irgendwo. Da geht's noch weiter runter, okay. Geht der vielleicht denn schon von alleine zurück, wenn wir ihm das gezeigt haben? Aber das wäre Quatsch, ne? Weil wir sind ja eine Zwei-Mann-Gruppe. Hm. Und wenn es so gefährlich ist, das alles zu machen? Geschafft. So. Herr Kate hat's gefallen. Ja. Wir müssen immer schön die Sachen knacken. Daten gefunden. Starte Abruf. Das ist ein Witz, Mann. Ich will das gerade hacken. Geh da weg. Hi. Hast du schon mal mit einer Minigun geschossen? Zerfetzt wilde Gule wie Papier. Okay. So, kehren zum Proktor. Okay. Hast du kurz Zeit? Ich möchte dir was sagen. Oh, sie möchte mir was sagen. Oh, hat sie jetzt schon. Erzählt sie uns ihre Geschichte? Aber wir müssen erstmal ein Terminal hacken. Geschafft. Okay. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Was ist mit dem anderen da, mit dem, was online ist? So. Nee, okay, mehr gibt's. Gibt's nicht mehr hier? Wir müssen einen zurück. Lass mich raus. Okay. Noch einen zurück. Ja. Alles ist gelöscht. Toll. So, jetzt müssen wir noch in die Rüstung zurück und dann kann sie uns was sagen. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, und was sie uns erzählt, das sehen wir in der nächsten Folge. Jetzt gibt es noch Playlist-Bilder zum Draufklicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal von Fallout 4.